So leer war der rote Teppich für den Eröffnungsfilm der Berlinale wohl noch nie. Mit genug Abstand und Mund-Nasen-Schutz. Doch endlich kann das Filmfest in der Hauptstadt starten. Mit Freiluftvorführungen der diesjährigen Wettbewerbsfilme beginnt das Berlinale Sommerspecial. Auch wenn Corona-bedingt das Filmfest anders ist als in den Jahren zuvor, ist die Erleichterung doch groß, dass die Berlinale wieder stattfinden kann. Wir fühlen uns doch alle wie auf Entzug, wenn wir mal ehrlich sind. Die Kultur ist so etwas wie der Modus unseres Zusammenlebens in Deutschland. Die Berlinale 2020 war die letzte große Veranstaltung in Berlin. Und jetzt geht's mit der Berlinale wieder los. Und das ist gut. Man merkt richtig, wie die Stadt aufblüht. I think this Berlinale will, diese Berlinale wird einzigartig bleiben. Zum einen wurden die Filme schon gezeigt. Es gibt also nicht den Stress, der normalerweise mit einer Premiere einhergeht. Die meisten sind zwar Weltpremieren, aber gleichzeitig sind die Filmemacher und die Darsteller entspannter, weil die Kritiken schon da sind. Es gibt also nur noch den guten Teil, die Show genießen. Das Berlinale Sommerspecial ist eine Corona-bedingte Neuerung. Das eigentliche Filmfestival wurde Anfang März rein digital veranstaltet. Bis zum 20. Juni werden die Filme nun an mehreren Spielstätten in der Hauptstadt gezeigt, darunter in einem eigens errichteten Open-Air-Kino auf der Museumsinsel. Die Verleihung der Preise erfolgt am 13. Juni nachträglich bei einem Festakt.